Hi, hallo und willkommen zu meinem nächsten Update-Video zum Zimmerprojekt. Also, ja, es gibt ganz schön viel, was ich erzählen kann. Es gibt viel, was ich euch jetzt mitteilen sollte. Ich bin hier gerade parallel auf einer eBay-Auktion, entschuldigt, also, weil ich ein bisschen abgelenkt bin. Ja, aber auf jeden Fall, ja, es gibt hier und da was Neues zu erzählen. Also, der letzte Stand war, dass wir den Fensterbauer da hatten. Und ja, das Fenster ist jetzt bestellt. Und das dauert jetzt halt 6 bis 8 Wochen. Und rein rechnerisch müsste das dann so Mitte Juli kommen. Ist irgendwie ganz schön lange hin. Und dann. Was sich auch getan hat in der Zwischenzeit ist, das Bett ist abgebaut. Also das Zimmer ist jetzt offiziell frei. Und jetzt haben wir es dann gesaugt und geputzt und so. Und ja, und dann sind jetzt die nächsten Schritte, dass jetzt die ersten Handwerker kommen sollen. Und ja, da waren auch schon die ersten da. Was genau das waren und so, und das erzähle ich euch dann später. In einem anderen Video, aber auf jeden Fall, ja. Jetzt so die zwei größten momentan Dinge sind erstens alles, was ich so geplant hatte, schiebt sich jetzt ultra nach hinten und dauert viel länger, als ich ursprünglich mal gedacht hatte. Eigentlich dachte ich ja so, ich bin fertig im Juni. Ich war wirklich so, also mein ursprünglicher Umzugsplan war so Juni das Zimmer fertig und im Juli dann halt noch die Möbel und alles rein und Teppich. Aber es scheint jetzigen Stand ist es realistischer, dass alles fertig wird rund um den Oktober, November. Also mal ein bisschen realistischer berechnet. Ja, liegt jetzt zum einen an Handwerkerwartezeiten, liegt natürlich auch an dem Fenster und so weiter. Liegt aber auch halt an, nee, eigentlich liegt es wirklich nur daran, dass davor die Handwerker noch keine Zeit haben. Und da habe ich echt Glück, weil viele haben nicht so viel Glück, dass es so schnell geht. Also kann ich da noch froh sein. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Ja, sonst gibt es nichts, was ich in diesem Video erzählen wollen würde, sondern ich würde euch, wenn dann jetzt im nächsten Video was erzählen können. Privat bei uns ist gerade so viel los, das ist unglaublich. Also wir haben gerade gefühlte 100 Baustellen auch diesbezüglich. Ja, dann das nächste Video wird ein Update-Video und danach geht es dann wieder weiter mit dem Zimmerprojekt. Gut, schreibt mir mal. Obwohl, wartet. Vielleicht mache ich auch erst das. Also nee, ich mache es andersrum. Erst kommt das Update-Video und dann kommt das hier. Dann können wir danach mit dem Zimmerprojekt einfach weitermachen. Ist viel einfacher. Ja, also gut, dann machen wir es so rum. Sehr verwirrend. Aber auf jeden Fall kommt jetzt ein kleines Update-Video zu, egal wann. Ob jetzt vor diesem Video oder nach diesem Video, es kommt dann. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch so ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.retro@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Tschüss.